Okay. Ich werde jetzt das gleiche nochmal bei Tag sehen und dann merken, oh, Fehler wurden begangen. Sehr viele Fehler, schwere Fehler. Grausame Fehler. Unverzeihliche. Noch und nöcher. Oder es geht sogar. Ja, ja, ich glaube, es geht. Ich würde das trotzdem von oben und unten abhängen. Aber das lasse ich da. Ey, Junge! Ich bin zwar gerade am Sterben, aber ich kann dir ja gerne nochmal einen Nackenklatscher geben. So, das ist schön hier, ne? Das ist schön hier. Aber das Musikstück hört sich so an, als wenn da irgendwie ein Handy vibrieren würde. Da, auf null kalkuliert hier. Ist okay. Hinterher, wenn das Dach drauf ist, dann sieht man ja sowieso nicht, wo ich hier gefuscht habe. Okay. So. Ich find's in Ordnung. Ich find's in Ordnung. Ja. Gucken wir uns das nochmal von außen an. Ich meine, ich muss hier ja noch was hinpflanzen. Das bleibt sich ja unbenommen. Ich könnte theoretisch das Ding einfach auch nochmal runter machen. Und das andere dann einfach mit der Wand verschmelzen. Ach, dann sieht man das nicht mehr. Pass auf. Ja. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Hier, guck doch das mal an. Links und rechts paar Fenster rein, fertig. Delicious. So. Den Scheiß erstmal hier wegreißen. Gänseblümchen und so ein Blödsinn. Schau mal in dein Rezeptebuch. Du weißt jetzt, wie man Gänseblümchen pflückt. Dankeschön. So, das muss weg. Aber dafür haben wir eine Schaufel. Hier den Bogen brauchen wir gerade eh nicht. Wir haben sogar zwei Bögen. Was soll das denn? Hier, den kaputten. Einfach mal raus hier. Okay. Der ist... Dieses Gebäude ist deutlich zu tief. So ist gut. Gucken wir uns das mal einfach an. Ziehen hier zurück. Klick, klick, klack. Ach, ist in Ordnung. Ist auf jeden Fall schnittig eigentlich, finde ich. Gut. Dann basteln wir das. Ach nee, das muss ja so aussehen wie drüben. So, 1, 2, 3. Vielleicht einen vierten. So, dann hier nochmal in die Ecke. Dann haben wir einen Ausläufer, wollte ich ja sowieso. Den mache ich hinten bündig, fertig ist. Ich mache noch eine in die Hinterseite und dann haben wir es. Könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Ja, was ist das für eine Musik, Brawl? Brawl kenne ich nur von hier Smash Brothers. Aber das ist ja jetzt auch nicht die einzige Bedeutung von diesem Wort. Na, ist ein bisschen eng, ne? Ich glaube, ich ziehe das nochmal nach hinten. So. Also den bauen wir auch noch weg. Ja! Okay. Jetzt aber hier lang. Ach schön, da muss ich jetzt erstmal Erde aufschichten. Ach. Das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Hä? Was mach ich denn jetzt? So. Ja, es sieht gerade noch ein bisschen abenteuerlich aus. Aber ihr werdet ja sehen, wie das hinterher aussieht. Ich hoffe mal, das ist in Ordnung.
Kann ich gerade auch nicht wirklich einschätzen. Aber ich kann ja schon mal abbündig machen hier. Ja. Und dann muss da natürlich noch eine Schicht drüber. Genau. Und der Rest wird dann mit Cobblestone hochgezogen. Ja! Diese Zäune habe ich nur unten, damit ich das ein weiter nach oben bringen kann, das trotzdem irgendwie symmetrisch aussieht. Beziehungsweise, dass ich diesen... Ich habe ja bei dem Gebäudestil, wie da hinten auch, eine Schicht an Eichenholzbrettern unten. Das sieht man jetzt von hier nicht, weil da Gestrüpp im Weg ist. Da, guck mal, da in der Ecke kannst du es sehen. Wenn der Baum jetzt nicht wächst, ist es, kann man es erahnen. Ja. Aber ich muss ja jetzt sowieso lang, weil ich Zäune brauche. Hoho! So. Dann wächst das hier ein bisschen. Das finde ich schön. Machen wir natürlich mit anderem Dach. Apropos Niederlande, ne? Die dürfen ja da auch bauen, wie sie wollen. Ich finde, wenn ihr so in den Niederlanden seid und dann von außen so auf so eine Stadt zufahrt, dann seht ihr komische Dinge. Also alles, was so Architektur geschimpft werden kann, ist da alles da. Alles. Die drehen da teilweise richtig ab. Aber ist auch cool. Also so positiv drehen die ab. Und teilweise frage ich mich, warum fällt dieses Gebäude nicht um? Überhaupt so... So quasi... Warte mal... Hier... Es gibt viele Gebäude in den Niederlanden, die einfach so aussehen. Ohne dass jetzt hier zum Beispiel so eine Stützmechanik ist. Das ist einfach da. Das ist einfach... Das hängt da einfach. Ich würde mich auch weigern, hier in der Tetris-Spitze da ein Büro zu beziehen. Aber wie die das... Ich meine, das geht irgendwie. Jedes Jahr so und so viele Unfälle, weil irgendjemand zu heftig aufgesprungen ist. Aber ist okay. Ist okay, kennt man so. Kennt man nicht anders. Ich nehme nochmal Erde mit. So viel das voll ist. Oder so, komm. Reicht! Die Musik mag ich. B-U-B-W. Ist das Babsi? Dann mache ich die Musik doch nicht. Dieser Stängel hier ist auch nicht schlecht. Ja, aber man erkennt es langsam, was es werden soll hier. Ich mag das ja einfach. So ein bisschen so... was ich jetzt sagen muss von diesem Minecraft-Let's Play, also von Minecraft, ich habe wenig gebaut. Und das ist mir vor allen Dingen dann eingefallen, jetzt wo ich es nochmal neu gestartet habe oder wo ich hier weitergemacht habe. Es steht einfach nicht viel, ne? Ich habe alles, was ich hier errichtet habe, irgendwie in den Keller gebaut. Ja. Und dann war es einfach auch fertig. So habe ich das gemacht. Das war der Stil. Das war der Style-Faktor, wie Frank Thelen sagen würde. Ja. Und ich habe hier auch gerade gar keine Ahnung, was ich hier reinbauen soll. Wahrscheinlich lasse ich das Ding einfach frei. So wie alles andere auch. Im Endeffekt ist das, was wir hier alles bauen, so ein bisschen wie so eine Stadt, die aufbauen, wenn die so eine Atombombe testen wollen. Einfach niemand da drin. Falls ihr, die ganz Alten unter euch erinnern sich wahrscheinlich noch an dieses Dorf, was hier vorher war. Wo die aber auch frech waren, das muss man auch sagen. Ich meine, ich habe die ja im Brunnen eingesperrt. Die hätten ja theoretisch auch schwimmen können. Haben sie aber nicht. Wir haben einfach auch sich da ihrem Schicksal ergeben. Und das ist dann auch das erste... Das ist das erste Problem. Ich meine, die müssen ja jetzt nicht unbedingt aufbegehren. Ne? Dafür hätte ich die ja wahrscheinlich dann auch wieder bestraft. Aber dass die so passiv sind, hätte ich auch nicht. Also, ne? Hatten wir nicht sogar einen leben lassen? Oder haben wir nur einen in den Brunnen gesperrt? Das war einfach auch gruselig. Oder war es so, dass einer von denen bei mir in die... Ich habe ja einen Zaun gezogen, so viel weiß ich noch. Und der Zaun war einfach auch nicht nur so eine Zierde, sondern das war eigentlich ein Gesetz. Und ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, dass das für die nur so als Empfehlung wahrgenommen wurde. Und jetzt nicht wirklich als Bruder. Bleib da mal lieber weg. Ja, und dann läuft das einfach auch nicht. Es gibt einfach auch Regeln.
Und wenn ich die Regeln mache, dann bin ich auch der Erste, der sagt, das finde ich nicht gut, wenn die nicht eingehalten wurden. Ich finde, das haben die auch nicht verstanden. Das ist jetzt so. So. Ich habe das doch ordentlich erklärt jetzt, oder nicht? Ja. Okay, bevor ich jetzt wieder ins Lager gehe, werde ich wahrscheinlich hier ein bisschen Holz einfach fällen. Denn auch darauf kriege ich Boni. Und das mit diesem Feuerwerk ist schon dubios. So, denn dieser Gigabreaker, dass man den dreifachen Loot kriegt, der funktioniert natürlich auch mit Holz. Ah, das heißt, wir haben jetzt hier schon wieder richtig Plus gemacht. Und es geht einfach viel schneller. Da, ein Stack voll. Ja, ein Stack voll. Also richtig Plus gemacht ist es, ist wahrscheinlich übertrieben, aber besser als nichts. Und ich gebe zu, dass ich wahrscheinlich offcam den Holz-Skill vielleicht ein bisschen zu hart gelevelt habe. Denn, naja. Da war auch der Wunsch der Vater des Gedankens, denn niemand von uns mag es, so Holz zu fällen in Minecraft. Das ist so meine unliebste Tätigkeit. Ach ja. Deswegen so Wirtschaftsserver, wo du einfach die Blöcke da kaufen kannst, gegen eine Ingame-Währung, die du dir durch das Verkaufen von anderen Blöcken da erwirtschaftest. Auch geil. Okay. Puh. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich mich nicht wirklich auf das Dach von diesem Haus freue? Habe ich da eigentlich genug Platz gelassen? Ja, gut. Ja. Grundriss steht. Und ist sogar in Ordnung, finde ich. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass das jetzt hier nicht so ein leeres irgendwas wird. Aber dafür können wir das drinnen ja nochmal ein bisschen kompartimentieren. Kompartimentieren. Da weiß ich gar nicht, ob das Wort überhaupt gibt. Ich sag das immer sehr gerne, weil ich denke, oh lala. Einteilen klingt so ein bisschen doof. Erzähl mal irgendwas, was du, wo du denkst, das kam irgendwie aus dem Biounterricht. Die Biologen haben sowieso immer recht, weil Biologen immer sehr genaue Menschen sind. Das wissen wir ja alle. Das habe ich auch schon das häufigere Mal drüber geredet. Und ja. Kompartimentieren. Kompartimente, gibt's da dann? Ach scheiße, ich darf das nicht bis ganz oben machen, oder? Doch, das muss ja 3 hoch, oder nicht? Ja, es muss 3 hoch. Das heißt, hier muss ich noch einen ransetzen. So. Und dann geht das hier rüber. Ja, und warum überhaupt? Eigentlich bräuchte ich das nicht, oder? Reicht das nicht? Wie habe ich das denn da drüben gemacht? Nee, also wenn ich eigentlich schon... Hm. Da schließt das dann bündig mit den Fenstern ab, ne? Ist eigentlich cool. Dann machen wir nicht nur einen höher. Brauchen wir nicht. Wir lassen das einfach schön mit dem Dach abschließen. Dann brauchen wir auch keinen Stützbalken hier oben. Ist das ein Deal? Ja. Das ist ein Deal. Ich habe schon wieder Hunger. Ey, du kannst den Sprintenknopf nicht drücken, ohne dass er sofort zu McDonald's rennen möchte, ne? Das geht nicht. So, ist cool. Das als komplettes Fenster. So. Das machen wir aber auch nur eingeschossig. Wenn man Dächer mit mehreren Geschossen baut, keine Ahnung. Muss ich mich nur ausprobieren. Mache ich vielleicht auch hier. Gibt halt nichts Besseres, als wenn du das selber dann in so einer Folge machst. Wie bei der ersten Staffel Minecraft versuchst du ein komplett komisches Haus zu bauen, wo du denkst, ah, das ist eigentlich eine gute Idee, und dann hinterher wieder abreißt. So. Zack. Das ist okay. Das ist nicht okay. Hä? Die Treppe brauche ich gerade eh nicht.
Yeah. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. So. Ja, ich mag das, wenn da viel Licht reinkommt. Das ist okay.